Hat sie eben der Geschäftsführer von Green Gordon, Mario Zeraro, der Mario Dodic. Mario Dodic, was macht ihr hier genau? Wird hier komplett Umgebung neu gestaltet. Das heisst, es war eine bestehende Umgebung. Alte Kartositzplatten, Rasenfläche. Es war nicht mehr gerade immer super Zustand, es ist schon ein bisschen älter. Und jetzt kommt alles komplett weg und nachher ein Paradies. Was sind denn so die Herausforderungen, wenn man so ein Projekt muss, Dorf planen muss? Man muss vor allem jetzt, wie auf dieser Baustelle, wir müssen sehr fest improvisieren. Also ist auf dem ersten Stock, fast Flachdach, sage ich jetzt mal. Man muss schauen, wie Maschinen draufbringen. Also ist wirklich, mit dem Camion müssen wir arbeiten, von Hand. Man muss gut studieren, wo, wenn, was machen. Wirklich, das ist die Herausforderung, dass alles tiptop organisiert ist und dann läuft das eigentlich tiptop. Aber jetzt stelle ich mir das nur schwierig vor. Also da kann man sicher nicht die Planung und die Ausführung und alles komplett selber machen, oder? Ja, ich mache es zum Beispiel. Also ich komme vor Ort zusammen, schaue mir die Situation auf der Baustelle an und dann muss bei mir Ding machen. Dann müssen die Ideen schwimmen wie verrückt. Und ich sage immer, man muss für einen Beruf geboren sein. Und ich sage mal, ich bin wirklich geboren für das. Weil ich sehe, bei mir schwimmen und tausende von Ideen, sage ich dem Kunden, wie es wirklich, wie für jeden Kunden pflegeleicht ist, dass das wirklich alles sensationell nach uns sieht. Ja, kommen denn die Kunden Gwendli, schon mit konkreten Wünschen zu dir? Oder wie geht das genau? Tust du dir eine Empfehlung aussagen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Die wenigsten Kunden, sage ich mal ehrlich, wissen, was sie wollen. So, wir haben natürlich ein paar Ideen, aber konkret nicht gerade so viel. Darum, das ist halt nachher schon meine Aufgabe, dass ich das so von mir ein Bild von der Umgebung mache und dann sage, wo was könnte kommen, was pflegeleicht wäre, was für den Kunden wirklich sehr, sehr nachher angenehm ist.